Während Sie hier die PK gegeben haben, gab es massive Demonstrationen in Niederösterreich gegen die Koalition FPÖ mit der ÖVP, das heißt Landbauer, mit Michl Leitner. Was sagen Sie dazu? Also massive Demonstrationen ist, glaube ich, einigermaßen übertrieben. Das waren ein paar Versprengte. Das sind diejenigen, die man ohnehin kennt, ja, die jedes Mal dann demonstrieren gehen, wenn etwas in diesem Land passiert, was man nicht als links einstufen kann. Das ist eine Momentaufnahme, würde ich einmal sagen. Den Herrschaften wird bald die Luft ausgehen, während wir Freiheitlichen jetzt in der Regierung so richtig durchstarten im Interesse der niederösterreichischen Bevölkerung. Aktuelles Thema. Gott sei Dank nicht in der FPÖ, aber in der SPÖ sind die Streitereien um die Führungsebene. Was sagen Sie dazu? Jetzt gibt es ja schon mehrere Kandidaten, die da die Partei, die SPÖ, führen wollen. Ja, ich habe heute schon gesagt, das sind irgendwie Zustände wie bei einem Kannibalenstamm, wo man sich gegenseitig massakriert, um die Frage zu klären, wer denn von den SPÖ-Repräsentanten der noch bessere Ausgrenzer und damit nicht Demokrat ist. Es ist ein interessantes Schauspiel, das sich hier vor den Augen der Öffentlichkeit abspielt. Aber ehrlich gesagt muss einem Angst und Bang werden, wenn eine Partei, die in einem solchen Zustand ist, sich auf der anderen Seite herstellt und den Führungsanspruch für Österreich stellt. Also wenn man nicht einmal in der Lage ist, die eigene Führungsfrage wirklich binnen kurzer Zeit zu klären, dann ist es geradezu eine Provokation der österreichischen Bevölkerung zu sagen, dass man Bundeskanzler werden will als Vertreter der Sozialdemokratie. Kommen wir nochmal auf die Wahl in Salzburg, die in knapp 30 Tagen stattfindet. Da gibt es die letzten Umfragen. Die ÖVP soll von 37,8 auf 33% fallen, die SPÖ von 20% auf 17. Grüne und Neos werden nur geringe Verluste haben, aber die FPÖ, so wird vorausgesagt, kommt von 18,8 auf 25%. Man muss dazu sagen, es sind Umfragen, wie wir aus Kärnten wissen, man muss ja den Umfragen nicht immer trauen und immer glauben. Aber wie glauben Sie, wird es sich in Salzburg für die FPÖ ausgehen? Naja, die Stimmung ist eine ausgezeichnete. Die Arbeit, die Marlene Swaczek und ihr Team machen, ist hervorragend. So gesehen sind alle Zutaten vorhanden für ein gutes Wahlresultat. Dazu kommt, dass die anderen Parteien gehörige Probleme haben. Die SPÖ ist natürlich auch im Sog der ganzen Schwierigkeiten, die es auf Bundesebene gibt. Die ÖVP hat einen Landeshauptmann, den ich als Auslaufmodell bezeichnen möchte, als Möchtegern-Wahlkampflokomotive. Also es sind schon gute Voraussetzungen für die Freiheitliche Partei. Wir rechnen jedenfalls mit einem historisch besten Ergebnis ist für die FPÖ in Salzburg. Wie viel es dann werden, da werde ich keine Prognose abgeben, aber ich glaube, es wird ein Tag, an dem wir uns freuen können und damit kann sich die Salzburger Bevölkerung freuen. Das war ein guter Boden für uns Freiheitliche, und wir haben hart inhaltlich gearbeitet, um die Lebenssituation der österreichischen Bevölkerung besser zu machen, und da sehen Sie dann auch den Unterschied, nicht? Während die Freiheitliche Partei arbeitet, gibt es in der SPÖ so etwas Ähnliches wie einen Kannibalenausbruch, wo sich die Führungsfunktionäre und die einfachen Stammesmitglieder da gegenseitig auf offener Bühne massakrieren. Und das alles nur mit dem Ziel, damit sie feststellen, wer denn von den Damen und Herren der noch bessere undemokratische Ausgrenzer gegen die Freiheitliche Partei ist. Also ganz ehrlich gesagt, mich haben in den letzten Wochen viele Mitglieder der Sozialdemokratie kontaktiert, die gesagt haben, es reicht. Was aus dieser Partei geworden ist, das geht auf keine sprichwörtliche Kuhhaut mehr. Bruno Kreisky wird sich im Grabe umdrehen. Und die haben alle gesagt, dass die Zukunft für sie politisch nur mehr in der Freiheitlichen Partei zu sehen ist. Ich möchte aber diese Gelegenheit gleich auch nutzen, um auch an Vertreter von anderen Parteien, insbesondere der Österreichischen Volkspartei, eine Botschaft zu übermitteln, weil die sind ja auch in einer Art Selbstfindungsprozess in der ÖVP im Zusammenhang mit der Frage, wie hältst du es denn mit der Freiheitlichen Partei? Also ich nehme jetzt da stellvertretend den oberösterreichischen Landeshauptmann Stelzer heraus, der gesagt hat, also er kann sich das nicht vorstellen mit einem Herbert Kickl. Also erstens einmal habe ich gar nicht gewusst, dass der Herr Stelzer bundespolitische Ambitionen hat. Das ist mir neu, aber es ist eine interessante Erkenntnis. Und das Zweite, es gibt nur eine FPÖ und das ist die Kickl-FPÖ. Eine andere FPÖ ist mir nicht bekannt. Und die Damen und Herren sowohl von der Sozialdemokratie als auch von der Österreichischen Volkspartei werden das zur Kenntnis zu nehmen haben. Ja, meine Damen und Herren, wenn es um die Frage geht, wie man eine verantwortungsbewusste, eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Politik in Österreich macht, dann gibt es, glaube ich, ein paar ganz einfache Formeln. Je mehr FPÖ zum Beispiel, desto mehr Politik im Interesse der eigenen Bevölkerung.
Oder je mehr FPÖ, desto mehr Neutralität, desto mehr Frieden, desto mehr Hausverstand, desto mehr Augenmaß, desto mehr Politik mit Vernunft. Oder je mehr FPÖ, desto mutiger gegen ein System der Zwangsbeglückung und eine Bevormundung von oben. Das wären so Erfolgsformeln aus meiner Sicht, die es umzusetzen gilt, um das Leben für die österreichische Bevölkerung quer durch alle Bereiche der Bedrohung hin besser zu machen. Und diese Formeln gelten für Salzburg, die gelten natürlich auch für die Bundespolitik und die haben natürlich auch in Niederösterreich ihre Gültigkeit. Und auf Niederösterreich möchte ich jetzt eingehen, weil ja gerade heute am Vormittag sich dort auch der neue Landtag konstituiert hat und in der Zwischenzeit ist also auch die neue Landesregierung aufgestellt. Und wir können uns dort erwarten, dass die Freiheitliche Partei dafür sorgen wird, dass dieses Programm, das eine ganz, ganz starke freiheitliche Handschrift jetzt trägt, mit der gleichen Intensität vorangetrieben wird im Interesse der niederösterreichischen Bevölkerung, wie wir dort den Wahlkampf geführt haben und wie wir die Verhandlungen geführt haben. Es ist uns wirklich dort mit 25% gelungen, der Regierungsarbeit den kompletten freiheitlichen Stempel aufzudrücken und in ganz, ganz wesentlichen Fragen nicht nur im Kleingedruckten herumzuwursteln, sondern wirklich neue Kapitel aufzuschlagen, Stichwort Corona, oder die Weichenstellungen in die richtigen Richtungen vorzunehmen, das heißt fundamentale Verschiebungen in politischen Fragestellungen voranzubringen, wenn Sie nur daran denken, dass wir im Bereich des Asylwesens von Geldleistungen umstellen auf Sachleistungen. Das ist längst überfällig und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, als ich Innenminister gewesen bin, wo dieselbe ÖVP, die das jetzt unterschrieben hat, mich dafür ganz massiv bekämpft hat. Aber es ist ja gut, wenn Leute auch gescheiter werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, so gesehen ist dann auch der Protest und das Aufjaulen, das es da gibt in Niederösterreich, jetzt da von ein paar Berufsbesorgten und Berufsbetroffenen, die offenbar die Demokratie nicht richtig verstehen und Wahlergebnisse nicht zur Kenntnis nehmen können. Bei Demonstrationen wird jetzt aufgejault oder bei irgendwelchen Polit-Talkshows oder in irgendwelchen Zeitungskommentaren. So ist dieses Aufjaulen und diese Kritik, die es da gibt, für mich eine Bestätigung, dass wir inhaltlich vollkommen richtig liegen. Wenn diese Damen und Herren, die sich da heute zum Beispiel vor dem Landhaus in St. Pölten versammelt haben, zugegen sind, dann weiß ich, dass wir richtig liegen. Ich habe da in dem Zusammenhang gehört, dass die Freiheitliche Partei zum Beispiel oder die Zusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei ein unglaublicher Tabubruch wäre. Also das geht gar nicht, das ist ein Tabubruch. Und ich sage Ihnen dazu eines, das Tabu, dass manche glauben, dass richtig regieren heißt, gegen die eigene Bevölkerung zu regieren. Dieses Tabu, das haben wir jetzt nicht nur in Niederösterreich gebrochen, sondern das werden wir noch einige Male brechen. Und die Herrschaften werden sich mit dieser Tatsache abzufinden haben. Also mit 25% ist unglaublich viel möglich gewesen. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie viel Gutes für die eigene Bevölkerung man tun kann, wenn es in Österreich einen freiheitlichen Regierungschef, wenn es in Österreich einen freiheitlichen Bundeskanzler gibt. Und das ist genau dasjenige, was wir uns auch in dieser Präsidiumsklausur als unser gemeinsames Ziel vorgegeben haben. Wir wollen nach der nächsten Nationalratswahl nicht nur Regierungsverantwortung übernehmen, sondern wir wollen die Regierung anführen, nicht mehr und nicht weniger. Das ist der freiheitliche Anspruch für die kommenden Nationalratswahlen, wann immer sie auch stattfinden werden. Ich kann es auch in anderen Worten formulieren, nach ganz, ganz vielen Kanzlern des Systems, also kommt ja ein Systemkanzler nach dem anderen, ist jetzt höchste Zeit einmal für einen Paradigmenwechsel. Jetzt braucht es einen Kanzler des Volkes, einen freiheitlichen Volkskanzler. Und das wird dasjenige sein, was wir gemeinsam in Angriff nehmen. Einen, der ganz, ganz nahe an der Bevölkerung ist, aber in einer großen und sehr, sehr kritischen Distanz zu den selbsternannten Eliten und zu den Systemen der Mächtigen. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund auch des Arbeitsübereinkommens in Niederösterreich bedeutet das für unsere Bundespolitik, dass sich in unserem harten und konsequenten Oppositionskurs überhaupt gar nichts ändert. Der bleibt, wie er ist, seitdem ich Obmann der Freiheitlichen Partei geworden bin. Da gibt es keinen Mikromillimeter Abweichung von diesem Kurs. Konsequente Oppositionspolitik gegen diese Ampel der Anti-Österreich-Parteien, muss ich schon fast sagen, gegen diese Einheitspartei, die sich da gebildet hat aus Rot und Grün und Rosa-Rot und die ÖVP auf Bundesebene ist dort auch mit dabei, die in allen wesentlichen Entscheidungen Dinge umsetzen, die die Bevölkerung in der Form gar nicht haben will.
Denken Sie zum Beispiel nur an den Klimabonus für Asylwerber, um ein Beispiel zu nennen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der das will und der das für vernünftig hält. Und trotzdem wird es gemacht. Nicht? Also das ist für mich ein klassisches Beispiel dieser Anti-Österreich-Politik, zu der sich alle anderen Parteien offenbar verpflichtet fühlen und wo die Freiheitliche Partei den einzigen Gegenpol dann auch bildet. Soll sich also niemand von uns erwarten, dass wir beim Schulterschluss der Unvernunft dabei sind, sondern unser Schulterschluss wird einer sein mit der Bevölkerung gegen die Unvernunft dieser Anti-Österreich-Ampel, die Sie sehen im Bereich Corona-Politik, den Sie sehen im Bereich Völkerwanderung, beim Versagen gegen die Teuerung, beim Vorantreiben des Gender-Wahnsinns und was da alles dazugehört. Die FPÖ ist hier der einzige wirksame Gegenpol. Und den werden wir weiter herausstreichen, Seite an Seite mit der Bevölkerung. Ich möchte fast sagen, um es in einem Bild zu bringen, die FPÖ, das ist der einzig Sehende in einer ganzen Ansammlung ansonsten von lauter Blinden. So kommt mir das manchmal vor in der österreichischen Innenpolitik. Ja, und das genau voranzutreiben, das ist das Alleinstellungsmerkmal der Freiheitlichen Partei. Von dem haben wir ja auch gesprochen bereits im Vorfeld dieser Klausur, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal weiter herausarbeiten wollen. Und das heißt, neue Wege zu gehen, das heißt, echte Weichenstellungen vorzunehmen und nicht immer Dinge, die schon vorgeschrieben wurden, irgendwo vielleicht in ein paar kleinen Nuancen zu verändern. Und das heißt, im einen oder anderen Bereich einen echten Befreiungsschlag für die Bevölkerung zu setzen. Nehmen Sie Corona her. Corona-Politik im freiheitlichen Sinn, das heißt nicht zu vertuschen und das heißt nicht die Verantwortung abzuschieben und das heißt nicht so zu tun, als ob nichts gewesen wäre und einfach die Zeit für sich wirken lassen, Gras über die Sache wachsen, sondern Corona-Politik bedeutet für uns ein lückenloses Aufarbeiten der Verantwortlichkeiten, ein lückenloses Aufzeigen der Profiteure dieses größten Anschlags auf die Grund- und Freiheitsrechte, den sie jemals gegeben hat. Und es bedeutet vor allem auch eine wirklich spürbare Entschädigung für alle Opfer dieses politischen Wahnsinns, der da 2,5 Jahre in Österreich stattgefunden hat. Und da rede ich nicht nur von den Ungeimpften, die ohnehin Opfer gewesen sind, sondern dann rede ich auch von allen anderen. Denn die Spaltung der Gesellschaft hat ja jeden betroffen. Ja, das geht ja sozusagen quer durch alle Bereiche und betrifft im Grunde genommen jeden. Also jeder ist in Österreich eigentlich ein Opfer dieser verfehlten Corona-Politik der Bundesregierung. Sie sehen also hier diesen wesentlichen Unterschied im Zugang zur Sache. Sie sehen diesen wesentlichen Unterschied auch im Bereich der Asylpolitik, wo wir uns nicht damit zufrieden geben, so wie es die anderen machen, ein paar kleine Veränderungen vorzunehmen und ansonsten auf die Europäische Union die Verantwortung abzuschieben und zu warten, bis dort irgendetwas passiert, sondern unser Zugang ist ein fundamental anderer, indem wir verlangen, dass Österreich die Zeit jetzt nutzt und seine eigenen Möglichkeiten um eine, und bitte, das ist ein Bild, ja, das ist ein Bild, eine Festung Österreich zu bauen zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Das heißt nichts anderes als das ungarische Modell im gesamten Bereich des Asylwesens in Österreich einzuführen. Und wenn die Ungarn als EU-Mitglied und noch dazu als Nettoempfänger dazu in der Lage sind, sich hier gegen die Interessen der Europäischen Union durchzusetzen, ja, dann sollte das Österreich als Nettoempfänger und ebenfalls EU-Mitglied ja wohl auch möglich sein. Also das ist unser fundamental anderer Ansatz in der Asylpolitik, heißt nämlich keinen Asylantrag mehr annehmen, heißt Ausreisezentren einführen, heißt eine komplette Umstellung von jeder Form von Geldleistung auf Sachleistung, heißt keinen Übergang mehr vom Asylstatus zum Staatsbürgerschaftsstatus. Sonst werden wir die viel besprochene Trennung von Asyl und Zuwanderung niemals zustande bringen. Also auch hier ein völlig anderer Ansatz. Das Gleiche gilt für die Neutralitätspolitik. Neutralitätspolitik bedeutet für uns nicht, dass da irgendjemand am 26. Oktober sich vor eine Fahne hinstellt und dann irgendwelche schwulstigen Reden abhält über die Bedeutung der Neutralität, aber sie ansonsten am allerliebsten verräumen will, sondern Neutralität bedeutet für uns, dass wir sie ausbauen müssen zu einem österreichischen Zukunftsmodell. Die Neutralität ist eines von ganz wenigen politischen Selbstverteidigungsinstrumenten, die Österreich in der Hand hat. Das muss ausgebaut werden. Das zweite wäre zum Beispiel das Vetorecht auf der Ebene der Europäischen Union. Und wir haben mit der Neutralität ein internationales Friedenswerkzeug an der Hand. Neutralitätspolitik im Geiste Bruno Kreiskys. Das ist das Zukunftsmodell, das uns Freiheitlichen vorschwebt und nicht die Sonntagsreden, die der Bundespräsident und andere Vertreter der Republik am 26. Oktober in der Regel zu halten, pflegen. Ja, und dann haben wir auch noch einen fundamental anderen Zugang beim Themenbereich Teuerung. Weil Kampf gegen die Teuerung, das heißt für uns nicht
mit ungeeigneten Reparaturmaßnahmen, mit einem Flickwerk sozusagen, immer hinter der Teuerung herzurennen, aber die Teuerung nie wirklich zu erwischen. Ja, das ist das, wo der Kurs, dem sich die Bundesregierung und die anderen, die da überall mitmachen, verschrieben haben. Sondern das bedeutet für uns, an die Ursachen zu gehen und die Ursachen zu bekämpfen. Auch hier, Sie sehen, ein fundamental anderer Zugang zu dieser Problemstellung. Und da gehören natürlich die Russland-Sanktionen dazu. Ja, das liegt auf der Hand, dass sich die gesamte Energiepreisproblematik logischerweise durch die Eskalation, die gegenseitige, in einem Wirtschaftskrieg massiv verstärkt hat. Das war ein zusätzlicher negativer Impact in einer ohnehin schon angeheizten Entwicklung. Und jetzt bin ich bei der zweiten Komponente, die wir in Zukunft stärker in den politischen Fokus nehmen werden. Wenn wir über Teuerung reden, dann müssen wir auch ganz ehrlich über Energie und die sogenannte Klimapolitik sprechen. Ja? Da muss es ein Umdenken geben. Ich sage das in dieser Klarheit, da braucht es eine Abwehr dieses im Grunde genommen schon ideologiegetriebenen und fanatischen Zugangs zur Klimapolitik, den ich, glaube ich, ganz treffend als Klimakommunismus bezeichne und dem sich diese Anti-Österreich-Ampel mit Haut und Haaren in Wahrheit auch verschrieben hat, wie immer bei den Dingen, die gegen die Bevölkerung gehen, Hand in Hand natürlich mit der Europäischen Union. Und dieser letzte Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Abwehr des Klimakommunismus, das wird eben mehr, als es bisher der Fall gewesen ist, in Zukunft auch im Zentrum der freiheitlichen Politik stehen. Einfach deshalb, weil es unsere Vision ist, so wie wir in Corona nicht Gesundheit gegen Freiheit ausspielen wollten, sondern beides miteinander verbinden wollten, so wollen wir jetzt den Naturschutz und den Umweltschutz nicht ausspielen gegen die Arbeitsplätze, gegen den Wohlstand der Bevölkerung, gegen die soziale Sicherheit, sondern wir wollen beides miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist dasjenige, was sich die Bevölkerung zu Recht erwartet und das ist auch das, was ich als den hausverständigen Zugang in dieser Frage bezeichne. Also wir sind sicherlich nicht dabei, bei einem Kurs, der unter dem Vorwand, das Weltklima retten zu wollen, den Wohlstand im eigenen Land ruiniert, ja, die Arbeitsplätze im eigenen Land aufs Spiel setzt und in Wahrheit auch noch die Landschaft verschandelt. Ja, wenn ich an die Bodenversiegelung denke oder an die Windradeln, mit denen man jetzt da sämtliche Berggipfel möblieren will. Also da sind wir mit Sicherheit nicht dabei. Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Worte sagen, damit Sie den Zusammenhang vielleicht noch ein bisschen besser verstehen. Meine Damen und Herren, dieser Klimakommunismus, das war schon bisher der Haupttreiber der steigenden Energiepreise. Ja, das ist eine Entwicklung, die hat schon eingesetzt, Jahre bevor der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begonnen hat. Und das war der Haupttreiber für die Preisexplosion im Strombereich. Und die Sanktionen, die kommen dort oben drauf und verstärken sozusagen den negativen Impact dieser Entwicklungen. Und es ist deshalb so, dass das der Haupttreiber gewesen ist, weil das politisch gewollt ist. Das ist sozusagen die brutale ökonomische Wahrheit hinter dem schönen Begriff der grünen Ökowende. Ja? Grüne Ökowende heißt in Zahlen übersetzt nichts anderes, als dass man bestimmte Formen der Energie teuer machen muss. Das ist die Wahrheit. Und deswegen war es ein politisch gewolltes Projekt, bestimmte Formen der Energie zu verteuern und damit natürlich auch den Strompreis nach oben zu treiben. Denken Sie zum Beispiel nur an die CO2-Zertifikate. Nicht? Also das ist diese Ablasssteuer, die man da zahlen muss, wenn man sozusagen in der Produktion CO2 produziert. Und dann schauen Sie sich einmal die von der Europäischen Kommission vorgegebene Preisentwicklung bei den CO2-Zertifikaten an. Und dann werden Sie feststellen, dass allein zwischen den Jahren 21 und 22 eine Vervierfachung in diesem Bereich, in diesem Segment stattgefunden hat, was sich natürlich auf die Preisentwicklung im Energiebereich unmittelbar niederschlägt. Ja. Das heißt, das ist nicht vom Himmel gefallen, das kann man nicht dem Putin in die Schuhe schieben oder sonst irgendjemand, sondern das ist eine Eigenproduktion der Europäischen Kommission und all derer, die hier diesem Klimakommunismus huldigen. Und
Dazu kommt eine weitere Entwicklung, die wir in den letzten Jahren schon beobachtet haben. Das betrifft Österreich, das betrifft aber weite Teile Europas, und das ist die Schließung von bestimmten Kraftwerken. Ich spreche hier vor allem von Kohlekraftwerken in einem Feldzug gegen die fossile Energie. Da ist ja eines nach dem anderen auch zugesperrt worden, mit dem Ergebnis, dass wenn man ja mit der erneuerbaren Energie alleine nicht zurechtkommt, dass man dann eine Ersatzenergie braucht, und diese Ersatzenergie, das war das Gas. Und es ist deswegen so halbwegs gut gegangen, weil dieses Gas aus Russland zwar teurer ist als die Kohle, wenn ich daraus Strom erzeuge, aber immer noch die billigste Variante, wie ich an Gas herankommen kann. Und jetzt kommen drei Dinge zusammen, und dann sehen wir, warum die Entwicklung bei den Energiepreisen so ist, wie sie ist. Sie haben also erstens sozusagen weniger Kraftwerke, die Strom produzieren, zur Verfügung, weil halt bestimmte vom Netz gehen müssen, weil sie böse sind. Das ist der erste Faktor, was nichts anderes bedeutet, als dass sie eine Verringerung sozusagen des Angebots haben. Dann kommt die Wirtschaft in eine Phase, wo nach der ganzen Zeit des Lockdowns ein Nachholbedarf besteht. Das heißt, wo die Wirtschaft und vor allem auch die Industrie mehr Energie benötigen. Ja? Sie wissen alle, wie das ist mit Angebot und Nachfrage. Wenn es wenig Angebot gibt und viel Nachfrage, dann steigt der Preis. Und dann kommt als dritte erschwerende Komponente dazu, dass das Gas, auf das man bisher als Ersatzenergie gesetzt hat, jetzt durch diese Sanktionsspirale entweder sozusagen völlig tabu ist, weil es böses russisches Gas ist, oder eben zugleich, weil es kompensiert werden muss durch anderes, unglaublich teuer. Und da rede ich von diesem LNG-Gas, das man jetzt auf die Umwelt, sage ich mal, verschmutzendste Methode, nämlich mit diesen Schiffen da über den Atlantik zu uns befördert. Und das sind sozusagen die Zutaten für eine Preisexplosion, die sich in wesentlichen Teilen einer Ideologie des Klimakommunismus verdankt. Und das ist natürlich der Super-GAU. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das ist der Super-GAU für die Haushalte, wo die Leute schon Angst haben, wenn sie zum Postkastel gehen und das aufmachen, wie denn die nächste Stromrechnung ausschauen wird. Ja, weil das ist in exorbitante Höhen geschnellt, was überhaupt niemals vorstellbar gewesen ist. Das ist für ganz, ganz viele Leute, und da reden wir schon vom Mittelstand, eine existenzielle Bedrohung. Sie kennen alle die Energieproblematik auch von produzierenden Unternehmen. Reden Sie mal mit einem Bäcker, der einen hohen Energieaufwand hat, wie es denen geht und wie begrenzt die Möglichkeiten sind, das an die Kunden weiterzugeben, weil die haben nämlich selber kein Geld mehr, weil die stehen vor der gleichen Problematik und. Ja, das ist der eine Teil des Problems. Der zweite Teil des Problems betrifft die gesamte Industrie. Und da können wir uns nicht von Deutschland abkoppeln, wo ohnehin der Wahnsinn regiert, sondern da sind wir mit dabei bei diesen negativen Folgen, einfach deshalb, weil die hohen Energiepreise dazu führen, dass die Industrie Schritt für Schritt abwandert. Das ist ein riesiges Problem, die Kosten oder die energieintensiven Industrieteile, ja, und das ist die gesamte sozusagen Rohstoffindustrie. Da reden wir von der chemischen Industrie, da reden wir von Stahl, da reden wir von Aluminium und von all diesen Dingen, die am Beginn einer langen Produktions- und Wertschöpfungskette stehen. Die können zu diesen Bedingungen nicht mehr kostendeckend produziert werden. In Österreich nicht, in Deutschland nicht, in Europa nicht. Und die Folge ist, dass diese Industrien abwandern. Und das Interessante ist dann, wenn man schaut, wohin sie abwandern, die gehen dann nach China oder die gehen dann nach Indien. Also die gehen dorthin, wo eine CO2-Debatte nicht einmal ansatzweise stattfindet. Also das ist die unintelligenteste Form sozusagen des Ausweichens und die umweltschädlichste Form des Ausweichens, die wir hier eigentlich sozusagen selbstverschuldet produzieren. Nicht wir als Freiheitliche Partei, sondern die Klimakommunisten aller anderen. Aber das ist ein Irrsinn. Und die dritte Komponente, und so ehrlich muss man auch sein zur österreichischen Bevölkerung, ist die, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass wir den steigenden Energiebedarf zu einem leistbaren Preis aus erneuerbarer Energie decken können. Das ist, wenn Sie darauf setzen, dass Sie das mit Wind zustande bringen oder dass Sie das mit Photovoltaik zustande bringen, dann ist das utopisches Wunschdenken, aber durch die physikalische Wirklichkeit widerlegt. Und das muss man der Bevölkerung auch sagen, dass sich hier die Politik einmal mehr in eine fatale Sackgasse verrennt und die österreichische Bevölkerung jetzt, die Haushalte, dann die Unternehmen, die Industrie und so weiter, die Folgen zahlen. Und wenn dort einmal dann der Zusammenbruch erfolgt und wenn die Abwanderungen größer werden, und das wird der Fall sein, weil die Energie in China, in Indien, in den USA überall billiger ist als bei uns. Die sind übrigens alle nicht bei diesem Pariser Klimaabkommen dabei, das sage ich nur dazu. Ja, dann wird es dramatisch, weil dann gibt es Arbeitslosigkeit, dann gibt es keine Sozialversicherungsbeiträge mehr und dann ist das Ende des Wohlstands, den wir hier alle kennen und den wir in Wahrheit erhalten wollen. Und da sehe ich unseren politischen Auftrag. Also
Es geht für uns als Freiheitliche Partei darum, diese Kettenreaktion des Irrsinns zu durchbrechen. Denken Sie nur noch daran, weil ich gerade gesagt habe, Kettenreaktion, dass man bei dem Problem, bei diesen teuren Energiepreisen und sozusagen der Problematik, das überhaupt ausreichend zur Verfügung zu stellen, dann auch noch zur selben Zeit auf Elektromobilität umstellen will. Ja? Das ist der nächste Wahnsinn. Ja? Wenn schon so zu knapp ist, dann will man noch die ganze Europa mit Elektroautos überziehen. Aber niemand kann sagen, wie man sich das noch leisten soll und wo der Strom herkommen soll. Also aus diesem Wahnsinn müssen wir raus, besser heute als morgen. Und meine Damen und Herren, das verstehe ich unter Natur- und Umweltschutz mit Augenmaß. Das nenne ich sozusagen die Relationen auch entsprechend ins Auge zu fassen. Welchen Schaden richtet man in Europa an für unseren Wohlstand, für die soziale Sicherheit? Bei welchem Nutzen für das Weltklima? Das müssen Sie einmal gegenüberstellen. Denn wenn Sie sich alle Tabellen auch anschauen, es ist wurscht, ob es der Pro-Kopf-Ausstoß oder ob es der Ausstoß pro Volkswirtschaft ist, dann werden Sie sehen, dass in Europa ja wir eigentlich die absoluten Saubermänner schon jetzt sind im Zusammenhang mit der CO2-Bilanz und dass von der Politik, die jetzt hier von den Klimakommunisten vorangetrieben wird, in Wahrheit diejenigen profitieren, die größten Dreckschleudern weltweit sind. Das ist doch hirnrissig, eine solche Politik zu betreiben. Da fehlt doch jede Verhältnismäßigkeit und jedes Augenmaß. Da wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und da wird's entsprechend freiheitlichen Widerstand geben. Was müssen wir tun? Aus unserer Sicht, es braucht dringend wieder die Rückgriffsmöglichkeit auf billiges russisches Gas. Deswegen sagen wir, heraus aus diesen Sanktionen. Diese Rückgriffsmöglichkeit braucht es, weil zurzeit ist es so, dass dieses Gas nicht im Boden bleibt, wie manche vielleicht träumen, sondern dieses Gas wird halt umgeleitet und es geht nach China und es geht nach Indien. Und die Inder etikettieren das dann um und verkaufen es viermal teurer wieder nach Europa zurück. Das Gas ist nicht weg, es kostet nur viermal so viel. Das muss man einfach den Leuten auch dazu sagen, bei dieser scheinheiligen Politik, die dort betrieben wird. Das heißt, unsere Sanktionen und diese Verteufelung des russischen Gases führt nicht dazu, dass Russland keine Einnahmen mehr aus dem Gas hat, sondern sie machen die Einnahmen nur anders. Andere machen zusätzliche Einnahmen und wir sind die doppelt Gelackmeierten. Das ist das Ergebnis dieser Politik. Das Zweite, was man tun muss, es braucht dringend eine wirkliche Offensive im Bereich des Vorantreibens von Technologien, die eine Bindung von CO2 sozusagen in tiefen Gesteinsschichten ermöglichen. Jetzt kann man wieder sagen, was will denn der Böses mit dem Boden da unter der österreichischen Erde? Aber es ist Faktum, dass andere Länder, wie zum Beispiel die Norweger, ja, ganz massiv auf diese Technologie setzen. Ich glaube, die Isländer sind jetzt auch dabei, das entsprechend voranzutreiben. Also alle Nationen, die technologisch etwas auf sich halten, sind hier sehr, sehr innovativ und setzen auf diese Möglichkeit, CO2, das heißt aber damit in Wahrheit CO2 zu binden, was in Wahrheit nichts anderes bedeutet, als jede fossile Energiequelle in Wahrheit klimaneutral zu machen. Ja? Das ist also Zukunftstechnologie und ich verstehe nicht, warum man da in Österreich schläft, warum die Europäische Union in dem Zusammenhang schläft, wo es doch diese Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es war ja sogar auch eine Delegation der österreichischen Bundesregierung in Norwegen, um sich das anzuschauen. Die machen zweimal ein Geschäft, die Norweger. Einmal mit ihrem Gas und das zweite Mal mit dem CO2, das sie dort in die ausgepumpten Gasfelder hinein pressen. Ja. Das Dritte ist, wir brauchen eine ehrliche Diskussion über die heimischen Ressourcen. Welche Möglichkeiten haben wir in Österreich noch selber? Da bin ich dann gern bereit, mit jedem Grünen auch über die Wasserkraft zu diskutieren. Dann müssen Sie dann irgendwann einmal entscheiden. Aber wir brauchen auch eine ehrliche Diskussion über die Frage, haben wir nicht auch in Österreich noch mögliche Ressourcen im Zusammenhang mit Gas? Und ist es nicht vernünftiger, wenn wir das in Angriff nehmen, als wenn wir die Amerikaner mit ihren umweltschädlichen Methoden Bohrungen vornehmen lassen und dann mit der aller umweltschädlichsten Methode, mit diesen Supertankern, dieses LNG-Gas über den Atlantik führen oder tausende Kilometer lange Pipelines bauen mit einer unglaublichen Bodenversiegelung und allem, was dazugehört. Das ist doch alles hirnrissig. Da muss man doch einmal ernsthaft darüber diskutieren, haben wir im eigenen Land nicht auch noch Ressourcen, die wir nutzen können?
Nach unserem Erkenntnisstand, und der beruft sich auf die Montanuniversität Leoben, ist da in Österreich sehr wohl die Gelegenheit dazu da. Da gibt es genügend Möglichkeiten, sodass wir auf 30 bis 40 Jahre das Gas, das wir brauchen, in Österreich auch selber aus dem Boden herausholen können. Ja? Darüber sollten wir mal offen und ehrlich diskutieren, immer auch vor dem Hintergrund der globalen klimatischen Herausforderungen. Weil das mit dem LNG da hin und her schippern, das ist die dreckigste aller Methoden. Das muss man den Klimaschützern dann auch einmal sagen. Und dann braucht es natürlich auch ja selbstverständlich einen Ausbau der erneuerbaren Energie dort, wo es Sinn macht. Das macht ja einen Sinn, wenn sich jemand das aufs Hausdach drauf gibt, diese Solargeschichten und Ähnliches. Aber bitte nicht eine Verschandelung unserer Natur und unserer Naturlandschaft durch massenweise Windräder. Das müssen Sie sich einmal anschauen, wenn Sie da auf einen dieser Gipfel einen Windpark herrichten, was das an Bodenversiegelung bedeutet. Und dann müssen Sie den Leuten auch noch dazu sagen, was es dann bedeutet, wenn sie dieses Ding entsorgen, weil das nämlich so gebaut ist, dass sie es gar nicht entsorgen können, das können sie nur eingraben außer Ganzes, weil sie dieses Windrad ansonsten nicht mehr in seine Bestandteile auflösen können, wenn der Lebenszyklus beendet ist. Also das wird es, glaube ich, mit uns nicht spielen, liebe Marlene, dass wir sagen, wir wollen das Klima retten, indem wir unsere Natur zerstören. Ja, das ist der grüne Ansatz und da sind wir mit Sicherheit nicht dabei. Ja, ich habe das jetzt deswegen etwas ausführlicher gemacht, damit Sie sehen, dass das ein inhaltlicher Schwerpunkt auch der freiheitlichen Arbeit sein wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder ein heißer Tanz werden wird, ja, in der Auseinandersetzung mit den anderen Parteien. Aber wir haben ja erst gerade vor kurzem gesehen, im Bereich von Corona, dass wir Freiheitlichen jetzt schon zum wiederholten Male recht haben in einer inhaltlichen Weichenstellung und Entscheidung. Und dass es halt oft Jahre länger braucht und sehr, sehr viel Schaden und sehr, sehr viele Milliarden, die hinausgeschmissen worden sind, bis die anderen das auch kapieren. Wir waren bei Corona gescheiter als die anderen. Wir waren es in der ganzen Frage von Asyl und Zuwanderung. Ich glaube, da sagen wir schon seit 30 Jahren, dass das in der Tonart nicht dahin gehen kann. Und seit 30 Jahren verteufelt man uns, anstatt die Konzepte zu übernehmen und ernsthaft umzusetzen. Wir haben das Gleiche bei der Neutralität. Und wir waren auch schon vor vielen, vielen Jahren diejenigen, die gesagt haben, bitte hört doch mit diesem ganzen Wahnsinn der Gender der Political Correctness und diesem ganzen Woke-Irrsinn auf, weil man damit nichts anderes tut, als die Menschen zu entwurzeln und ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, dort, wo es überhaupt nicht notwendig ist. Ja, so gesehen freue ich mich auf die innenpolitische Auseinandersetzung mit der Anti-Österreich-Ampel. Wir sind auf jeden Fall bereit für die Nationalratswahlen, egal wann sie kommen, und wir sind bereit dafür, einen freiheitlichen Volkskanzler in Wien zu ermöglichen.